Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich greife eine Prüfungsfrage auf und zwar wird hier gefragt nach den Werbungskosten. Man soll diesen Begriff erläutern. Nun, zunächst einmal muss man wissen, dass dieser Begriff Werbungskosten in Zusammenhang steht mit Einkommen aus unselbstständiger Beschäftigung. Das ist eine der sieben Einkommensarten, Einkommen aus unselbstständiger Beschäftigung. Und zwar, wenn wir hier die Einnahmen haben dieses Menschen, was im Prinzip sein Gehalt ist, dann sind Werbungskosten Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Einnahmen stehen. Also der Zusammenhang ist wichtig zwischen den Werbungskosten und den Einnahmen. Das heißt, man sagt, es sind Kosten, die zum Erwerb, zur Sicherung und zur Erhaltung dieser Einnahmen hier, ja, also alles bezogen auf die Einnahmen nötig sind. Ja, zum Beispiel Weiterbildungskosten oder auch Kosten für typische Arbeitskleidung oder die morgendliche Fahrt ins Büro. All das sind Werbungskosten. Sie dienen dem Erwerb, der Sicherung und der Erhaltung dieser Einnahmen. Ja, das war's. Schauen Sie unter Spaßlein-Denk-Shop. Wenn Sie es leid sind, sich in Verwirrungszustände bringen zu lassen, wenn Sie leichter, schneller, effizienter lernen wollen, wenn Sie Ihre Prüfung bestehen wollen. Mein Name ist Marius Ebert, ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.